Fantastic. Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Runde Boom Beach heute am Montag. Eventuell ist die Folge ein bisschen später online gekommen als geplant, also als 16 Uhr, weil ich um 13 Uhr noch einen Termin in Düsseldorf habe und erst danach dazu kommen werde, es hochzuladen. Das heißt, es könnte eventuell ein bisschen knapp werden, aber das wird sich dann zeigen. Also falls die Folge ein bisschen später online gegangen ist, wisst ihr Bescheid. Und ansonsten, ja, war sie ja pünktlich. Ist egal. So, wir wollen jetzt mal gucken, was wir noch so veranstalten können. Ich habe letztens hier noch das Medikit abgegradet, weil ich noch ein bisschen Gold übrig hatte. Und jetzt, können wir mal einen Angriff machen. Oh, wir wurden geplündert. Können wir mal einen Angriff machen. Ich hatte hier schon eventuell einen Gegner ins Auge gefasst. Mit einer ganz ordentlichen Beute. Und das ist eigentlich nur ein ziemlicher Haufen hier. Von daher hatte ich gedacht, dass das funktioniert, weil vor allem auch der Raketenwerfer gerade abgegradet wird und der uns somit nichts anhaben kann. Die Sache ist, ich müsste jetzt irgendwie hier durchkommen. Aber das würde theoretisch gehen. Das heißt, ich kann auf jeden Fall erstmal die Maschinengewehre angreifen. Und dann muss ich gleich gucken, dass ich irgendwie hier durchs Getöse durchkomme. Was aber ja nicht ganz schlecht laufen dürfte. So, die Flammenwerfer natürlich auch. Und dann würde ich gucken, dass wir nachher von da oben irgendwie da dran kommen. Wir dürfen ihn natürlich nicht unterschätzen, weil er hat schon ein ganz ordentliches Level. Ich sehe es gerade mal wieder nicht, aber ich glaube 35, 36 oder so. Von daher. Und vor allem ist das Hauptquartier schon relativ hoch, dass wir daran sehen, dass er schon drei Flammenwerfer hat und drei Mörser. Das ist dann schon ein bisschen was, so. Soll ich jetzt? Ne, ich versuche mal lieber jetzt hier die Flammenwerfer wegzukriegen. Mal gucken, ob es klappt. Ja, einer ist weg. Und dann können wir hier nochmal vielleicht. Ja, dann ist der auch weg. So, und jetzt würde ich nämlich versuchen, die Yoris hier abzusetzen. Und dann zu hoffen, dass ich sie ein bisschen vorlaufen lassen kann und dann da oben hin. Irgendwie, wenn sie da so sind. Quasi jetzt. Möglichst so, dass sie nicht in die Minen laufen permanent, aber das wird natürlich jetzt wieder passieren. Aber ein paar sind nicht so tragisch, wenn ein paar kaputt sind, da können... Oh, da hat es doch ein paar richtig zerrissen, muss ich sagen. Das war vielleicht doch nicht ganz so gut, aber wir müssen jetzt halt zusehen, dass wir das trotzdem noch irgendwie geschissen kriegen. Wir gehen nochmal da oben hin. Lass uns die Maschinengewehre erstmal gar nicht auf den Sack gehen und dann würde ich nämlich hier unten die Mörser vielleicht noch versuchen anzugreifen. Die Minenwerfer. So. Mal gucken, was da noch so bei rumkommt jetzt hier. Einen schon mal weg. Ah, noch nicht ganz, okay. Betäuben wir sie halt. Das kann auch nicht schaden. Und ich würde sagen, wir heilen uns auch mal eine Runde. Wo sind wir da? So, komm. Eine Runde heilen. Machen wir das nochmal. Und dann sollte es doch klappen eventuell. So. Es sind natürlich zwei Mörser da, die uns auf die Fresse hauen. Aber ich hoffe, dass wir das trotzdem packen. Das Hauptquartier ist ja schon relativ angeschlagen. Durchaus. Und ich denke mal, wir packen es. Doch, doch. Das haben wir auf jeden Fall. So. Wunderbar. Haben wir den auf jeden Fall gepackt. Vorteil war wirklich, dass der Raketenwerfer schon im Bau war. Oder noch im Bau war. Das heißt, der hat uns in dem Moment nicht wirklich viel getan. Und wir konnten uns die Kosten sozusagen dafür sparen, den kaputt zu machen. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, haben wir natürlich einige Verluste gehabt, aber das ist nicht weiter schlimm. Wir haben noch ein paar Diamanten übrig. 400.000 jetzt schon wieder. Das sieht doch gut aus an Gold. Da kann man immer mal was mit anfangen. Level 38, Level 35. Hier wollte ich noch gucken. So, was hat denn der wohl noch anzubieten? Baut gerade das Hauptquartier aus. Da ist der Raketenwerfer natürlich jetzt da. Aber hier unten, hier könnte ich sagen, diese Sachen, die können mich theoretisch am Arsch lenken. Wenn ich einmal hier durchgelaufen bin, würde ich hier ein Bombardement absetzen und dann erstmal hochlaufen. Und dann hier oben die Mörser kaputt machen. So probieren wir es. So probieren wir es aus. Und zwar machen wir das als erstes jetzt hier. So. Zack, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann könnten wir... Hier müssten wir irgendwie ein bisschen was betäuben. Von der Raketenwerfer muss auch weg.
Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hierher laufen, aber dann betäube ich hier und laufe dann daher. Das müsste gehen. So, ich hoffe, dass der jetzt weg ist. Na egal, machen wir das so. Hier, absetzen. Hier oben hin. Und dann 3, 2, 1, betäuben. So. Dann kommen die meisten schon mal ganz gut drin vorbei. Die Kanone ist nicht so schlimm. Ah, gut, jetzt hier die... Ja, okay, das hat funktioniert. Nein, nicht aus... Jetzt... Oh, wieder 2 Sekunden zu kurz. Ein bisschen länger müsste die Scheiße noch sein. Ernsthaft. Ah, das ist immer so ärgerlich. Ich hätte sie gar nicht dahin lenken dürfen. Ich hätte sie noch weiter hochlenken müssen. Kacke, ey. Soll ich direkt Rückzug machen oder was? Ah, ich weiß es nicht. Ich probiere mal, wir heilen uns mal und gucken, ob das klappt. Ah, ich kann mich nicht... Oh, nein! Oh, jetzt ist er voll verschissen. Das Problem ist, wenn ich jetzt Rückzug mache, dann sind die Hälfte der Leute auch im Arsch. Ich brauche noch einen Punkt. Oh, 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 oh. Was ein Debakel könnte dieses jetzt hier geben. Die Jungs holen mir zwar jetzt Punkte, aber ob das reicht, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob das reichen wird. Es könnte in die Buchse gehen. Heilen. Das Gute ist, wenn die jetzt immer weglaufen, dann schießt der Mörser mal daneben. Jetzt kriegt er erstmal einen. Ich glaube... Ja, leg mich am Arsch. Das geht in die Hose, Leute. Das haben wir verbockt. Das haben wir verbockt. Ich weiß aber nicht, was ich jetzt noch machen soll. Ich kann es jetzt nur drauf ankommen lassen im Endeffekt. Oder ich könnte mich auch verpissen. Aber jetzt lohnt sich das auch nicht, noch einen Rückzug zu machen für die 2 Sachen. Machen wir hier mal ein Bombardement auf die Kanone. Aber das war es jetzt gleich mit unseren Truppen. Ach komm, wir gehen zurück. Die kommen jetzt eh nicht mehr heile durch, von daher ist auch egal. Bam, bam, dann sind sie kaputt. Okay, da haben wir uns verschätzt. Das war vielleicht eine Nummer zu groß, aber es war auch ein bisschen zu fuckelig da oben. Alle Truppen sind weg. Das ist natürlich nicht so schön. Weil das wird jetzt zu teuer, um die nochmal neu zu machen. Aber wir können uns ja nochmal ganz kurz angucken, warum wir denn oder wie wir geplündert wurden. Und wie wir haben es auch einmal verteidigt, aber das können wir auch mal eben gucken. Ja, wie hat er das denn jetzt hier gemacht, wenn er uns angegriffen hat? Bombardement auf den Raketenwerfer. Okay, den sehen sie auf jeden Fall alle da, obwohl er hinterm Baum steht. Zack, zack. Er hat aber da schon ziemlich viel Zeug für verballert. Hier unten dann auf die Kanone. Also geht er auf Flächenschaden und auf Kanonen. Das ist irgendwie sinnfrei, oder? Naja, mal gucken. Was dann jetzt passiert ist, jetzt läuft er natürlich mit ein paar Leuten in die Minen. Er hat aber auf jeden Fall hier auch dieses Smoke-Dinges, aber da bringt die doch jetzt theoretisch nichts. Da können die zwar nicht angegriffen werden, aber sie greifen ja auch nicht an, von daher. Aber hier unsere Boom-Minenfalle wird zuschlagen. Bomb. Das ist gut. Jetzt die nächsten auch da reingelaufen. Zack. Ja, okay. Ja, das bringt ihm jetzt gar nichts hier, da den Smoke hinzumachen. Weil, ja, er kann ja dann selber nicht angreifen. Er hat es vielleicht nur gemacht, um die zu schützen, um in der Zeit auf Rückzug zu drücken, aber naja. War das denn der gleiche Gussfring? Nee. Es war ein anderer. Aber wir wurden echt schon oft geplündert in letzter Zeit. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Unglaublich. Gucken wir uns den nochmal an. Der hat es mit Panzern, Zuckers und Heavys gemacht. Mal sehen, wie es hier abgelaufen ist bei ihm. Hinten auf den Flammenwerfer und auf die Boomkanone. Ja gut, die kriegst du natürlich leicht zusammen. Die müsste ich mal wieder ein bisschen auseinanderstellen, vielleicht. Und nun? Da noch Bombardement, ich mach mal ein bisschen schneller. Gucken, wie das jetzt abgeht. Ja, gut, die räumen natürlich jetzt für die Panzer alles weg und die Panzer können in Ruhe hinterherfahren, ne? Bam, 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 bam. Alter, wie es abgeht. Ja. Mal zurückziehen. Ja, gut, die Panzer haben natürlich jetzt freie Bahn. Das war geschenkt, aber gut. So ist das Spiel. Wir werden auch deutlich öfter angegriffen, habe ich mittlerweile das Gefühl. Je höher wir gekommen sind. Oder je höher wir kommen mit den Siegespunkten. So, jetzt haben wir natürlich nicht so viel Ressourcen. Ich baue aber jetzt trotzdem einfach mal immer mal weiter meine Sachen hier aus.
den ganzen Kleinkram, damit wir, bevor wir mit dem Rathaus hochgehen, das auch gescheit haben. Ich meine, im Endeffekt ist auch scheißegal mit dem Rathaus, weil das Rathaus ja nicht, oder das Hauptquartier ja nicht dazu beiträgt, welche Gegner man findet, sondern das hängt nur von den Siegespunkten ab. Von daher kannst du auch das Hauptquartier direkt auf Level 25 ballern, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat, soweit ich mir zumindest weiß, so. Ja, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss für heute. Weil, ja, die Truppen brauchen jetzt eh noch. Und ich muss jetzt auch gleich los. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zugucken und wir sehen uns morgen wieder. Gebt einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, tschüss.